Hi zusammen, Faktor 4. Ja, willkommen zu einem neuen Champion Guide. Und zwar reden wir heute über auch wieder einen Community-Wunsch von euch. Wir reden über Schädelkrone. Schädelkrone ist, nicht da, sondern Ritter Wiedergeburt. Schädelkrone ist ein epischer Champ von der Fraktion Ritter Wiedergeburt. Da haben wir sie. Sie ist von der Affinity-Lehre und das macht sie natürlich super gegen sämtliche Gegner. Sie ist ein. Man kann sagen, wirklich ein sehr, sehr guter Damage-Dealer. Ja, sie ist wirklich dafür da, einfach nur Schaden zu fahren. Ihr Kit, beziehungsweise ihr Skin ist sehr cool, finde ich ganz nice. Auch passend hier mit der Schädelkrone zum Namen. Was man sagen kann, sie ist, wenn man sie richtig equippt, eine echte Waffe. Man kann sie überall spielen, außer am Clan-Boss. Sie ist in den Fraktionskriegen gut, sie ist in der Arena sehr gut, sie ist im Dungeon gut, sie kann als Kampagnenfarmer benutzt werden. Und ihre Stats sind, wenn man so anschaut, LP niedrig, Angriff ist sehr, sehr hoch, Defense ist sehr niedrig, Geschwindigkeit ist okay und der Rest ist wie immer. Dass sie aber wenig Defense hat und wenig Lebenspunkte, ist nicht so schlimm, denn ihr Passiver verleiht ihr jedes Mal, wenn sie unter 20% LP fällt, für eine Runde einen Unsterblichkeitsbuff. Gebuckt auf 4 Runden CD. Das müsst ihr euch in der Arena so vorstellen. Sie kann ruhig sehr langsam sein. Das heißt, man macht sie richtig stark, dann fährt man seinen Schaden. Die Gegner fahren ihren Schaden und versuchen sie zu töten. Sie kann nicht getötet werden, außer natürlich, wenn Rasin kommt oder der Buff removed wird. Aber dann kann sie immer zurückschlagen. Und wenn sie dann richtig hart hittet, sind die Gegner meistens tot. Ja, das funktioniert ziemlich effektiv. Es gibt noch mehrere Varianten, noch andere, die man spielen kann. Das zeige ich dann aber noch oder sage ich noch. Kommen wir mal zu den anderen Skills, den A1. Der greift alle Gegner an, also in AOE. Und verleiht einen Zusatztreffer, wenn das Ziel mehr als 50% LP hat. Und das ist ziemlich gut. Das heißt, wird zum Beispiel sie angegriffen und sie verliert irgendwie 30% LP und ihr Gegenangriffstrade, der Mastery, wird ausgelöst, dann hittet sie zweimal zurück. Das ist ziemlich bitter. Dann ist ihr A2, der hittet extrem hart. Also, das ist ihr Skill, der am meisten Schaden macht. Gebuckt auf 3 Runden CD. Greift alle Gegner an und bietet eine Chance, gebuckt von 75% den großen Schwächungsdebuff zu verleihen. Das ist okay, wenn man das braucht. Ich würde euch empfehlen, sie einfach auf rein auf Damage zu skillen. Wir haben den Passiven, hatten wir schon. Da gibt es noch einen zweiten Passiven. Belebt sie mit 30% LP wieder. Das funktioniert aber nur, wenn sie Sinnesha im Team hat. Da es selten ist, dass man beide hat. Ja, ist schön zu haben. So, muss man sie bucken? Wenn ihr es schafft, den A2 zu bucken, wäre es gut. Die anderen Skills brauchen keine Bücher. Da der sowieso meistens nur einmal triggert in der Arena und hier auch nur. Würde ich versuchen, die A2 zu bucken. Wenn ihr genug Bücher übrig habt, könnt ihr sie natürlich voll bucken. Klar. So, dann gehen wir mal zu meiner. Ich habe sie jetzt extra mal. Was mache ich denn heute? Ich habe sie extra so geskillt, wie man sie schaffen kann. Man kann sie natürlich so equippen wie meine Royal Guards extremer. Wollte ich aber nicht. Ihr seht schon, es ist nur ein Set drin und zwar ein Crit Damage Set. Ansonsten ist es alles random. Das dient dazu, um euch zu zeigen, ihr braucht keine Set-Bonus für sie, um sie wirklich gut zu machen. Worauf achtet ihr, um solche Werte zu erreichen? Ihr achtet auf Angriffprozent, Crit-Quote, damit sie auf 100% ist und Crit-Schaden. Die Debuff-Genauigkeit könnt ihr mitmachen, wenn ihr wollt, dass ihr sie hochmacht für den Debuff, der Schwäche-Debuff. Ich könnte jetzt hier meinen Genauigkeitsbanner auf 78 machen. Ich würde wahrscheinlich eher einen Angriffsbanner nehmen. So einen. Wenn hier drin Angriffprozent und Geschwindigkeit ist, einfach um den Angriff noch höher zu machen und die Geschwindigkeit. Da ich aktuell keinen besseren Banner habe, wird es halt der bleiben. Und um dieses da zu erreichen, braucht ihr einen Crit Damage Handschuh. Idealerweise ein 6 Sterne. Das ist jetzt hier halt leider ein 5 Sterne geworden. Und dann braucht ihr den Subsets immer Crit-Quote, Crit Damage, Geschwindigkeit. Angriffprozent. Ja, das sind so die Subset, die ihr haben wollt. Ihr seht schon, ich habe hier nur Crit-Quote drin. Alles andere ist ziemlich schlecht. Nirgendwo Angriffprozent. Das Einzige, was Angriffprozent hat, ist hier der Brustpanzer. Der sollte auch Angriffprozent sein. Auch wieder mit Crit-Quote, Crit-Damage, Geschwindigkeit in den Substats. Und der Schuh sollte Angriffprozent sein. Crit-Quote, Crit-Damage, Angriffprozent und Geschwindigkeit. Wie immer. Immer das Gleiche. Warum hier kein Geschwindigkeitsschuh? Ihr braucht nicht unbedingt einen Geschwindigkeitsschuh, wenn ihr sie spielt, da sie eben nicht one-shottet werden kann, auch wenn sie mal langsamer ist. Dann haben wir bei dem Ring, idealerweise ein Angriffsring mit den Substats,
LP-Prozent, Angriff-Prozent und Defense-Prozent und Angriff-Prozent getriggert. Das Amulett wollt ihr auf jeden Fall Crit-Damage haben. Dort Genauigkeit getriggert, wenn es geht. Und eben beim Banner, je nachdem, was ihr braucht. Wenn ihr die Genauigkeit haben wollt, nehmt den Genauigkeitsbanner. Ansonsten könnt ihr auch ein anderes Banner, Defense-Banner, LP-Banner nehmen. Da ist entscheidend, dass in den Substats Angriff-Prozent drin ist und Geschwindigkeit. Kommen wir zu ihren Fertigkeiten. Bei den Fertigkeiten geht ihr von Crit-Quote über Crit-Damage runter zum Crit-Damage Plus. Den wollt ihr haben, damit ihr den maximalen Schaden fahrt, auch in der Arena. Es gibt verschiedene Varianten. Ihr könntet auch hier drüber gehen, steigert den verursachten Schaden um 5% mit LP weniger. Und da gibt es verschiedene Varianten. Ich spiele sie so. Ja. Bei der defensiven Seite sehe ich jetzt gerade, steigert die Heilmenge und den Wert des Schildbuffs auf diesen Champion um 5%. Den könnte man auch hier mitnehmen. Senkt den erhaltenen Schaden durch Flächenangriffe. Das ist jetzt ein bisschen, naja. Vermutlich würde ich, wenn ich neu skillen würde, jetzt die Variante nehmen. Also hier oben den Widerstand nicht. Doch, wir nehmen Widerstand. Nein, doch, das ist richtig so. Stimmt, vergisst es einfach, sagen, ihr geht straight runter, diesen, damit ihr auf den erforderlichen Rang und bietet eine Chance, einen Gegenkampf auszulösen. Der ist eigentlich der wichtigste. Denn ihr wollt, dass wenn sie angegriffen wird, dass sie eine 50%ige Chance hat, einen Gegner aufzulösen, der dann wieder mit der A1 zweimal triggert, wenn die Gegner über 50% LP haben. Das ist ziemlich viel. Okay? Und der Widerstand deswegen, damit sie ein bisschen Widerstand bekommt, damit sie nicht sofort getriggert wird. Ab und zu triggert es dann doch, dann kann sie nicht gestunt werden oder seltener. So. Dann würde ich sie noch bewerten. Ups. Also, wie gesagt, sie hat nicht die optimalen Stats. Das ist auch mit Absicht so. Wie gesagt, ich hätte mein Equip runterziehen können von den Royal Guards. Dann wäre sie bedeutend stärker. Das will ich aber nicht. Wo ist sie gut? Kampagne kann sie farmen, ist sie auf jeden Fall 5. Arena-Offensive ist sie 5. Arena-Defensive genauso, in meinen Augen. Spinnhöhle ist sie 5. Da könnte ich sie bis Level 15 auf jeden Fall spielen. Klamos würde ich sie gar nicht spielen. Da gebe ich eine 1. In den Dungeons ist sie überall gut, da sie in den Waves euch wirklich hilft. Eisgolem würde ich ihr nur eine 4 geben. Aufgrund dessen, dass am Eisgolem selber es schlecht ist, wenn AOEs kommen. Da ist Single-Target dann besser. Feuerritter würde ich sie auch nicht spielen, auch nicht in den Waves. Lehrenburgfried ist sie sehr gut, Seelenburgfried ist sie gut, dadurch, dass sie keine Affinity-Schwäche hat. 5 und in den Fraktionskriegen auch 5. Also ihr seht schon, sie ist eigentlich in fast allen Dingen gut, sie ist ein wirklich sehr guter Champ. Kann sie die Kampagne solo farmen? Natürlich kann sie die Kampagne solo farmen. Man muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin im Hotel und ich spiele hier mit einem Nox-Player auf meinem Laptop. Der ist ziemlich, naja, weil der PC-Client hier nicht läuft. So, und dann machen wir das mal. Und da werdet ihr schon sehen, wenn sie noch ein bisschen besser equipped wäre, dann one-shottet sie ja alles, ja. Also jetzt... Ach, gut. Gut, dass wir was machen. Das ist Albtraum. Was für ein Vorführeffekt. So, gut, dass wir das gezeigt haben, oder? Ah ja, muss auch mal sein. Also da war der A2, der hittet relativ hart, der A1 One-Shot. Und bei der zweiten Wave kann es halt passieren, dass einer überlebt, aber es auch, also ihr seht schon, perfekt. Auf dem PC-Client sind es dann 6 Sekunden. Wie gesagt, sie ist sehr gut. Kampagne kann sie farmen, check, Haken dran. Wo kann sie noch gespielt werden? Natürlich kann sie in den Dungeons überall gespielt werden, als zum Wave Clearen. Gehen wir einfach mal meine One machen. Machen mein die raus halt und Shadow Krone rein. Wenn man den PC-Client gewöhnt ist, ist alles, was nicht PC-Client ist, übelst langsam. Furchtbar. Gut, ich hätte vielleicht ein anderes Team sehen sollen, damit man sieht, wie sie zuhaut. Ja, da hat man es mal gesehen. Also auch da ist die Wave natürlich One-Shot. Da hat man jetzt den Doppelhit gesehen auf Mino gerade. Da war der Gegenangriff straight gerade ausgelöst worden. Und da war auch der 44k. Absolut nice.
Also sie macht wirklich gut Schaden. Sie ist in den Waves überall, in den Dungeon überall spielbar. Gehen wir mal hier rein und dann mache ich jetzt mal einen anderen Damage-Dealer rein, damit sie selber auch mal drankommt. Wir nehmen jetzt mal sie mit zum Debuffen. So, damit nicht so ganz so viel Schaden rumkommt. Damit sie ein bisschen mehr machen kann. Na gut, war vielleicht doch Tornado Frank auch nicht so die optimale Wahl. Aber jetzt. Jetzt kann sie mal zeigen, was sie kann. Oder auch nicht. Dann vielleicht gleich am Boss. Wie sagt ihr immer so schön im Stream? Luxusprobleme. Ah, da war jetzt mal gesehen, einen schönen Doppelhit. Jetzt wird sie gleich eine AOE machen. Wieder Doppelhit. Nicht vergessen, der darf man nicht vergessen, der hat jetzt hier Schild drauf, ne? Das heißt, da jetzt voll Schaden zu fahren. So, jetzt haben wir die Buffs weg. Oder die Buffs von ihm weg. Da waren 40k. Natürlich Max LP Skill auf dem Boss stärker. In den Waves ist sie wirklich top. So. Ja, man kann eigentlich nichts groß zu ihr sagen, außer dass sie wirklich top ist. Wir werden sie jetzt mal als einzigen Damage-Dealer mitnehmen. Damit hier. Wir nehmen so. Dann haben wir Gift drauf. Und nehmen wir noch Cetalia mit. So. Dann ist sie diejenige jetzt hier, die die Waves cleart. Ja, da sehen 70, 80k, wenn die Buffs drauf sind. Mit der A1 macht sie halt dann 30 bis 40k. Für einen epischen Champ ist sie wirklich sehr nice. Wie gesagt, sie ist Void, hat dadurch den Vorteil, gerade in der Arena, dass sie keine Schwäche im PD hast, wie andere. Da wieder Doppelhit von der Mastery. So, und dann werden wir jetzt ein bisschen Damage drauf machen. Haben wir gerade so schön wenig Damage, dass der Kampf wenigstens mal ein bisschen länger geht. Das ist ganz gut, dass man mal sieht, was ist, wenn eben nicht ein Max LP Damage Dealer mit ist oder so ein großer Single Target Damage. Das war ganz gut jetzt. Und dann sieht man auch mit 525k ist sie natürlich die absolut Top Damage Dealer hier, wenn sie als Damage Dealer mitläuft. Sie ist wirklich gut. Sie kann, wie gesagt, an allen Dungeons bis auf Ice Golem und Finite, da würde ich sie nicht spielen. Wo sie sehr gut ist, und das ist natürlich das absolute Highlight bei ihr, ist in der Arena. Sie kann wirklich hart hitten. Wir werden jetzt hier mal statt meine Trunda, das ist jetzt mein aktueller Damage-Dealer, mal Schädelkrone mitnehmen. So, werden wir den Anfang jetzt erstmal auf Autolauf lassen, so zack. So, dann werden wir die Gegner jetzt debuffen und dann wird sie jetzt mal hitten. Dann gucken wir mal, was sie schafft. Joa, ich würde sagen, das war für die Gegner ziemlich übel. Buffen, debuffen, Damage ist sowieso gern gesehen. Gerade in Gold 4, wenn ihr farmen wollt, ist das nice. Natürlich müsst ihr schneller sein, aber das Schöne ist, dass selbst wenn die Gegner mal schneller sind, sie kann nicht sofort getötet werden durch ihren Buff. Es sei denn, der Gegner hat die Möglichkeit, euch die Buffs wegzunehmen. So, wir debuffen. Jetzt kommt Blocke Debuffs drauf. Ist natürlich super. Das heißt, wir können jetzt keinen Schaden machen.
Nehmen wir das Rundenmeter mal weg. Dann werden wir jetzt nur mit der 1 draufhauen. Den großen Skill werden wir uns aufheben. So, jetzt hat links hat den Buff verloren. Unsere Madame Souris. Das heißt, sie werden wir auf jeden Fall versuchen rauszunehmen, weil sie uns die Buffs entfernen kann. Ich hoffe, wir kommen noch dran vorher. Wenn nicht, haben wir jetzt ein kleines Problem gleich. Wir sind vorher dran. Das heißt, bam, wir nehmen sie raus. Bam. Mitten auf das Brett. So, jetzt werden wir hier warten, bis die Buffs weg sind. Und die Sandra ein bisschen angreifen. Und dann wird Schädelkrone jetzt nochmal drankommen. So, wunderbar. Habt ihr die Multi-Hits gesehen? Werden sie wieder schützen und buffen. Die Gegner debuffen. Und dann können wir Auto laufen lassen, den Rest. Das Gegnerteam wird es nicht schaffen. Auf Dauer werden wir sie einfach kaputt machen. Das gegnerische Team ist super, hat aber zu wenig Pressure. Da war wieder, zack. Also sie kann als Damage-Eater wirklich gut gespielt werden in der Arena. Sehr gut sogar. Funktioniert wirklich hervorragend. So, jetzt habe ich ja ganz vorhin am Anfang gesagt, es gibt natürlich noch mehrere Stat-Kombos oder mehrere Ideen, die es gibt, um sie zu spielen. Man kann sie spielen in dem Team, wo bufft, euch bufft, dann die Gegner debufft und dann draufhaut. Das ist so die Variante, die man standardmäßig spielt. So was ich jetzt gerade mache. Es gibt aber noch die Variante, beziehungsweise es gibt Gems, die Mitspieler aus eurem Team mit der 1 automatisch angreifen lassen. Also sprich, das funktioniert dann so, dass ein Skill ausgeführt wird, wie der legendäre Longbart. Gibt es aber auch noch ein paar epische, die das können. So, wir werden mal das Rundenmeter von ihr lernen. Oh, es hat nicht geklappt. Oh, oh, das kann knapp werden. Jetzt kommt ein Pfeil, genau, das sieht man jetzt, wie es ist. Wenn sie, ich wäre jetzt normalerweise gestorben, ja. Man hat gesehen, ist ja Unsterblichkeitsbuff und dadurch können wir jetzt nochmal draufhauen. Und sind erstmal gesichert. Jetzt wird Gorgor wiederbeleben. Aber wir haben es jetzt geschafft, trotzdem nochmal Schaden zu fahren, ohne dass wir Probleme hatten. Gott sei Dank. So, jetzt ist er draußen. Aber der Gegner ist jetzt schon so weit geschwächt. Zwar beleben wir wieder, verdecken die Leute. So, und jetzt müssten wir mit unserem restlichen Team das schaffen. Was wir jetzt unser Fehler war am Anfang, oder mein Fehler war am Anfang, zu lange zu warten. Ja? Also wir hätten jetzt das andersrum machen sollen. Nichtsdestotrotz, wir werden es jetzt trotzdem probieren. Trunda ist wirklich sehr, sehr gut als Damage-Dealer. Ich spiele sie ja selber. Funktioniert sehr gut, da sie einen Doppelhit hat. Ja? Und immer wenn man nicht gestunt werden kann, sie zweimal zu Wort, ist das schon ziemlich heftig. Okay, also in der Arena ist es super spielbar. Jetzt wollte ich euch eine andere Teamkonstellation vorschlagen, was sehr gut funktioniert mit ihr. Wenn man es nicht zweimal hat, geht man in ein Arena-Team rein, nimmt Longbeard mit, oder Langbart, diesen Leggy, und der kennt diesen Skill hier. Greift ihr Verbündeten mit 4 Verbündeten an. Also, und wenn jetzt ihr dann 2 Schädelkronen mit habt, die wirklich rein auf Damage sind, dann greift den Gegner an. Und dadurch, dass sie über 50% AP haben, macht ihr immer Doppelhits. Das heißt, ihr macht dann mit den 2 Schädelkronen 4 Hits auf die Gegner, was ziemlich böse sein kann. Damit könnt ihr die Gegner schon so weit schwächen, dass sie beim nächsten großen AOE einfach komplett tot sind, egal wie stark sie sind. Ja? Das mal so als Hinweis. Okay, dann würde ich sagen, das war's mal zur Schädelkrone. Wer sie hat, Glückwunsch. Sie ist ein wirklich geiler Champ. Ich wünsche euch viel Spaß damit und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Stream. Ich wünsche euch was, euer Farbstoff. Ciao!